Kinder, war das aufregend diese Woche, oder? Eine Expertenkommission hat verkündet, welche Regionen für ein Atommüllendlager in Frage kommen. Ergebnis? 54% von Deutschland sind noch im Rennen. Ja! Ja, was für ein gesegnetes Land. Ich meine, wir haben alle drei passenden Wirtsgesteine. Ton, Granit und Salz. Toll. Ja, muss halt eine Weile halten, das alte Müllgrab. Und zwar 1 Million Jahre. Ist kein Witz. 1 Million. So lange strahlt das hochradioaktive Zeug. Im Jahr 1 Million 2022, wie die Welt dann wohl aussieht. Ja, ich vermute, bis dahin hat sich die Menschheit doch längst selbst ausradiert. Alles, was da noch übrig ist, sind mutierte Riesenkakerlacken. Und natürlich das ZDF. Bares für Rares läuft noch in 1 Million Jahren. Und zwar nach einer Wiederholung von Inspektor Barnaby. Warum soll es den Kakerlaken besser gehen als uns? So, immerhin, das ist die gute Nachricht, suchen wir jetzt das Endlager endlich nach wissenschaftlichen Kriterien. 30 Jahre lang wurde ja nur Gorleben erkundet, für das man sich aus rein politischen Gründen entschieden hat. Weil es so schön nah an der Zonengrenze lag. Damals, 1973, als das ZDF noch objektiv berichtet hat. Der dringend notwendige 50 Milliarden schwere Bau dieser Anlagen aber wird nicht zuletzt durch den massiven Protest von Umweltschutzfanatikern verzögert. Sie vermuten nicht wieder gutzumachende Schäden in der Natur und malen unsinnige Vorstellungen von Atomgefahren auf ihre Fahnen. Und siehe da, die ungewaschenen Hippies hatten völlig recht. Gorleben seit dieser Woche von der Liste gestrichen. Die Deckschichten sind nicht dicht genug. Haben die Hippies schon immer gesagt, wollte aber niemand hören. Abgesehen davon... Irgendwo muss das Zeugs einfach hin. Eben. 27.000 Kubikmeter Atommüll kannst du schlecht zum Wertstoffhof bringen. Die meckern dann da. Bis 2031 wird weiter erkundet, dann fällt die Entscheidung. Ich frage mich nur, warum geht das nicht schneller? Könnte nicht, keine Ahnung, Günther Jauch eine Spezialausgabe machen? Wer wird Endlager? Oder hier, noch eine Idee. Wir verlosen das. Ja, natürlich. Da ziehen doch eh gerade überall diese Lotterienervensägen durch die Lande. Die Deutsche Postcode-Lotterie. Aufgepasst, Deutschland. Gleich klingelt's. Hallo, hier ist die Deutsche Postcode-Lotterie. Und du erfährst, deine Postleitzahl wurde als Endlagerstandort gezogen. Toll. Cool. Endlich ein eigenes Endlager. Cool. Die Deutsche Postcode-Lotterie. Wer jetzt noch die Tür aufmacht, ist selber schuld. So. Meine, machen wir uns nichts vor. Am Ende muss eine Region unser aller Atomsünden auf sich nehmen. Irgendwer hat die Arschkarte. Das steht so im Endlagersuchgesetz, das alle Bundesländer unterschrieben haben. Auch Bayern. Dieselben Bayern, die jetzt stinksauer sind, weil 2/3 ihres schönen Freistaats atommülltauglich sind. Ganz offiziell seit dieser Woche. Ja, Markus Söder guckt jetzt von morgens bis abends beleidigt auf die neue Landkarte mit den Endlagern ins P und kann es gar nicht fassen. Ich meine, das betrifft... Das ist ganz Unterfranken komplett. Das ist ganz Oberfranken komplett. Das ist ganz Mittelfranken komplett. Na super, dann kriegt Bayern eben 3 Endlager, wenn das so ist. In Söders Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern steht der wirklich unverschämte Satz, Zitat, wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist. Ja, sag bloß. Das sehen die anderen Länder übrigens exakt genauso. Crazy, ne? Die Bayern möppern rum, weil Gorleben raus ist. Das sei doch ein, ich zitiere Söders Umweltminister, schlüsselfertiges Endlager. Sagen die Geologen was anderes. Und der bayerische Vizekönig greift die Wissenschaft sogar frontal an. Ich sage Ihnen voraus, dass auf diesem Weg in den nächsten Jahrzehnten wieder wissenschaftliche Erkenntnisse 5-mal revidiert werden und wir am Ende 2050 wieder ohne Endlagerstandort dastehen werden. Was weißt du denn, wie wir dastehen werden? Wissenschaftsbashing im Trump-Zeitalter. Toll, ganz toll. Der Aiwanger ist Landwirt. Entschuldigung, Agraringenieur. Wieso erklärt der jetzt den Geologen ihre Arbeit? Höchste Zeit für ein neues Wissensformat im Kinderfernsehen.
Himmelswissen. Heute, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Geologen und einem Bauern? Gute Frage, Hubi, denn da klingt ja erstmal vieles ähnlich. Steine, Schweine zum Beispiel. Der Unterschied ist, der Geologe hat studiert, an der richtigen Uni. Du hast an der Fachhochschule gelernt, wo der Anknopf von deiner Melkmaschine ist. Hubi, deswegen ist es doof, wenn du dem Geologen seine Wissenschaft erklärst. Der Geologe erklärt dir ja auch nicht, wo du deine Gülle hinspritzen darfst. Denk mal drüber nach, Hubi. Hubi will's wissen. Ja, Hubi. Die Bürger, die am Ende den Müll kriegen, müssen akzeptieren, dass die Suche nach wissenschaftlichen Kriterien läuft. Wenn irgendwelche Politiker diese Kriterien jetzt schon in Frage stellen, ist das regelrecht fahrlässig. Um das hässliche Wort dumm zu vermeiden, Hubi. Der Hubi. Warum glauben die Bayern eigentlich, dass ausgerechnet sie zu gut sind für Atommüll? Hä? Da müsste man denen jetzt schon aus Prinzip das Endlager verpassen, ehrlich. Und weißt du was, wenn wir schon dabei sind, am besten auch noch sämtliche leeren Batterien, unser Altöl plus alle Problemwölfe. Vergelt's Gott und Schrott mit dir, du Land der Bayern. Es ist ja so, auf der ganzen Welt gibt's immer noch kein richtiges Endlager, nirgendwo. Trotzdem diskutiert man interessanterweise ernsthaft über ein Comeback der Atomkraft. Und zwar als Rettung in der Klimakrise. Ich meine, klar, das ist eine CO2-arme Energieform. Atom allerdings mit gewissen Risiken. Ich sag nur Tschernobyl. Ja, wir stehen jetzt hier im Grunde genommen von dem Reaktorblock so 150 Meter entfernt, der damals explodiert ist und danach durch den Brand natürlich auch noch weiter beschädigt wurde. Ja, hier ist noch Strahlung. Also ich habe hier mal dieses Messgerät, das wir bei uns haben, und das schlägt auch natürlich deutlich an. Ich mache es jetzt nur mal während der Schalte aus, sonst stört das so. Das ist mein Sender. Komplett verstrahlt, aber Hauptsache der Ton stimmt. Kommt die Atomenergie zurück? Wir schalten live zur Firma TerraPower in Seattle, USA. Dort entwickelt man ganz neue, angeblich sichere Reaktoren, finanziert von, ist jetzt kein Witz, Bill Gates. Dr. Dennis Knossalla forscht mit. Herr Knossalla, ich denke, Bill Gates foltert den ganzen Tag Kinder in unterirdischen Verliesen, um aus ihrer Zirbeldrüse Drogen zu gewinnen. Wieso hat der noch Zeit für Atomforschung? Es ist so ein Quatsch. Nein, wir arbeiten im Schichtbetrieb. Kinder foltern ist nachts. Tagsüber bauen wir neue Reaktoren. Warum? Weil die Welt die braucht. Die Gletscher schmelzen, der Wald brennt. Und was macht Luisa Neubauer? Ein dummes Gesicht. Nur Atomstrom rettet den Planeten. Wir müssen endlich zurück zur unschuldigen Atombegeisterung der 60er. Der Volksmund spricht von Atommüll. In großen gelben Tonnen werden diese Abfälle transportiert. Die Strahlung ist sehr gering und somit weniger gefährlich, als manche glauben. Der Kameramann kann unmittelbar an die Tonne heran. Der äußerst empfindliche Film wird von der Strahlung nicht getroffen. Dem Kameramann geht's super. Der hatte später eine fünfköpfige Familie mit nur zwei Kindern. Das ist ein alter Kernphysikerwitz. Ja, nicht mal die Stromkonzerne wollen noch Atom, weil sich's nicht rechnet. Ein neues AKW in England liegt jetzt schon bei 26 Milliarden Euro. Ja, genau. Doofe Engländer. Machen wir es lieber alle wie die Deutschen und setzen bis 2038 weiter auf hochmoderne Braunkohle. Wenn ihr in dem Tempo weitermacht, erfindet ihr bald den Buchdruck. Man schätzt, rund 800.000 Menschen sterben weltweit jedes Jahr durch Kohlerauch und seine Schadstoffe. Ja, also das mit der Kohle ist doch nur eine Übergangslösung. Wir Deutschen bauen jetzt mit Hochdruck Windräder, Stromspeicher, neue Leitungen und dann wird Deutschland komplett mit Erneuerbaren versorgt. Ja, Sie haben recht, wir sind im Arsch. Aber das macht Atomenergie doch nicht sicherer, Herr Knossalla. Sauteurer Strom plus Atommüll plus Unfallrisiko. Ja, ja. Aber nicht mehr lange. Ich sage nur Reaktorgeneration 4. Die Babys laufen mit alten Brennstäben, produzieren so gut wie keinen Müll und können einfach abgeschaltet werden. Da passieren weniger Unfälle als mit dem Thermomix. Außerdem entwickeln wir jetzt Mini-Reaktoren. Nur noch so groß wie ein Einfamilienhaus. Und mein neuester Clou? Das Mikro-AKW für die Hosentasche. Kein Modell, ist ein voll funktionsfähiges Atomkraftwerk. Lädt nebenbei noch mein Handy auf. Das ist die Zukunft, Welke. Generation 4 habe ich drüber gelesen. Noch sind das aber alles nur Rechenmodelle, Herr Knossalla. Kein Mensch weiß, wie sicher die Teile im Dauerbetrieb funktionieren. Ja, ist klar. Verfeuert ihr Germanen mal weiter eure Briketts. Oder Zorf. Ach nee, die blöden Uranflecken kriegt man so schlecht raus. Das tut mir leid. Dennis Knossalla. Ja, IT-Service Brunsmeier, Sie sprechen mit Jürgen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja,
Haben Sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Hat nichts gebracht, verstehe. Ja. Probieren Sie doch mal den Kanal der Heute-Show auf YouTube zu abonnieren. Genau. Und im Zweifel ruhig auch mal den Gefällt-mir-Button klicken. Genau. Ja, ich bleibe in der Leitung.